Könnt ihr das für Leute erklären, die es nicht verstehen? Nun, es ließe sich dieselbe Kraft im Grunde, die den Wasserelementar herbeirufen würde, lässt sich mittels einer Zauberglyphe und den entsprechenden Materialien am Schiff fixieren, um Feuer fernzuhalten. Das ist korrekt. Oder anders gesagt, es hält das Feuer ab und macht das Zündeln, bum bum, bang bang, nicht so wahrscheinlich. Das erscheint mir tatsächlich sogar wie eine bessere Option als die Windglyphen, über die wir gesprochen haben. Denn bei dieser Windsache bin ich immer noch im Zweifel. Was ist, wenn wir mit diesen Segeln in einen Sturm fahren? Und sie fangen sogar noch mehr Wind ein als gewöhnliche Segel. Ist das nicht ein Problem? Dann holen wir sie ein. Nun, dann habt ihr allerdings keine Segel mehr. Kann ich nochmal fragen, wie funktioniert das dann mit der Glyphe? Ihr malt die aufs Schiff und dann brennt das Schiff nicht mehr? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nun, im Grunde ja, in der Praxis nein, ich male sie nicht. Zumal ich keine Glyphenmagie beherrsche. Aber ich kann zumindest die theoretische Hintergrundinformation liefern. Ja, und dann ist gar kein Feuer mehr auf dem Schiff oder das Holz brennt einfach nicht. Nun, je nachdem, wie groß die Glyphe angefertigt wird, kann sie einen gewissen Bereich umreißen. Naja, aber das beantwortet meine Frage ja nicht. Doch. Also, je nachdem, wie groß ist der Bereich groß, der geschützt wird. Stellt euch das folgendermaßen vor. Ihr seid in der tiefsten Tundra unterwegs. Und ich mache euch eine, weiß ich nicht, Glyphe der elementaren Bannung Eis auf euren Mantel. Ja. Dann erhält sie die Kälte fern. Um ja, euch herum. Aber jetzt für mein Verständnis, wir brauchen doch Feuer. Und die Frau braucht auch Feuer, weil sonst kann sie ja nicht schießen. Und was wollen wir dann mit der? Magister de Lazar, wie ist das? Wirkt sich diese Glyphe über das Schiff hinaus aus? Also können wir beispielsweise noch Laternen anzünden oder dergleichen? Selbstverständlich. Eine Glyphe in einem solchen Fall wird immer benutzt, um eine magische Kapazität an ein Objekt zu binden. Also Objekt in diesem Fall das Schiff. Ihr müsstet also auch darauf achten, dass sämtliche Paraphernalie, wie ihr es nennen möchtet, ebenso noch feuerempfindlich sind. Zum Beispiel auf dem Deck herumliegende Seile etc. etc. Seht ihr, ich habe es euch gesagt. Mit dem gleichen Beispiel, naja, nicht ganz, bei mir war es ein Wintermantel, aber ja. Ja, also wir können weiterhin Feuer machen, nur das Schiff fängt halt nicht an zu brennen. Das klingt nahezu perfekt, denn die Umstände, unter denen man möchte, dass ein Schiff brennt, sind, glaube ich, sehr begrenzt. Nun, ich müsste mit unserem Schiffshandwerker konferieren und einige relativ teure Materialien besorgen. Gebt mir vielleicht einen Tag für die Vorbereitung und eine Woche für die Durchführung. Nun, allein um diese Frau einstellen zu können, wäre das gewiss ein relativ großer Aufwand. Aber ich denke, wir können nur davon profitieren, wenn dieses Schiff auch unter anderen Umständen kein Feuer fangen kann. Ja, das klingt auf jeden Fall so, als würde es nicht schaden. Die Frau ist auch nicht den größten Nutzen, den wir daraus ziehen, sie als zweite Geschützmeisterin, sondern eben das, was sie mitbringen kann. Mehrere leichte Rotzen angeboten in zweistelliger Zahl und sogar einen Bock. Naja, da bin ich ehrlich, ich glaube, außer dir kann keiner wirklich einschätzen, was das bringt. Das sind Werte in höherem 10.000 Dukatenbereich. Oh, jetzt macht die Frau sich aber sympathisch. Nun, das erregt auch natürlich auch sehr viel Misstrauen. Also, nun, ich möchte die Katze nicht im Sack kaufen. Also, ich denke, wir können davon ausgehen, dass diese Sache auf die eine oder andere Weise illegal ist. Die Frage ist nur, wen verärgern wir? Und das würde ich gerne wissen, bevor ich mich darauf einlasse. Nun gut. Dann bringe ich das in Erfahrung. Nein, lass das meine Sorge sein mit unserer werten Kapitana zusammen. Ladet sie zu einem Gespräch ein und nun ja, selbstverständlich sollte auch Diamantas als Geschützmeister selbst dabei sein. Und nun ja, dann sehen wir ja, was sie sagt und was Boltax eventuell noch zusätzlich in Erfahrung bringen kann. Richtig. Ich würde mich dann auch noch ein wenig in den Schenken umhören. Vielleicht hat der eine oder andere Seemann oder auch einer
aus der Hafenmeisterei weiß, ob diese Rebell hier irgendwo einen großen Stauraum angemietet hat oder irgendwo müssen sich diese Geschütze doch aufhalten. Ein guter Punkt. Nun, gäbe es ansonsten noch etwas? Nun, in einem zweiten Schritt brauchen wir eine Geschützmannschaft. Ihr könnt euch schon einmal informieren, Diamantas, wenn ihr ohnehin in den Kneipen unterwegs seid. Wir macht noch keine festen Aussagen, wie viele wir nun tatsächlich an Bord nehmen wollen, aber nun ja, dass wir eine Geschützmannschaft brauchen, ist bereits klar. Also die Pioniere, die Maulwürfe, die würden euch auch wieder unterstützen. Die sind jetzt erstmal runtergegangen, aber die würden euch auch wieder begleiten. Vorausgesetzt, dass Diamantis nicht wieder Leute foltert. Ich gebe keine Versprechen. Ihr solltet hier allerdings vielleicht. Ihr sprecht, was ihr müsst, haltet, was ihr könnt. So wie immer. Naja, also ich bin ehrlich. Wir könnten uns umschauen, weil was die den anderen erzählen werden, das lässt uns nicht im guten Licht aussehen, seien wir ehrlich. Und dann sehen wir erstmal, wen wir kriegen können, oder? Ja, richtig, vor allen Dingen, wenn die dann unter Diamantis arbeiten. Jetzt nichts gegen dich, Diamantis, aber die alte Mannschaft fand ich schon ziemlich scheiße. Ja, ich würde auch eher neue Leute anheuern. Die haben zumindest nur Gerüchte gehört. Ja, die Geschützmannschaft hat meine Kompetenz nie angezweifelt. Und auch unter den Matrosen, die sich beschwert haben, war sie nicht dabei. Also es war, die Geschützmannschaft hat auch nicht unter euch gelitten, insofern. Nun ja, vielleicht ist das eine Option. Was ist eigentlich mit Mareks Fuchsecker? Hat sie irgendjemand gesehen, seit wir an Bord gekommen sind? Gesehen? Nein. Ja, ich vergesse mal, dass das existiert. Ich bin ganz ehrlich. Das war unsere Großwildjägerin, oder? Ach, die Frau. Die sich ein wenig verdächtig aufgeführt hat. Ja, keine Ahnung, wo die ist. Brauchen wir die? Nein, wir brauchen sie nicht, aber nun, ihre Sachen sind noch hier und wenn sie einfach nicht wiederkommt, macht sie das vielleicht noch verdächtiger. Sollen wir ihre Sachen vielleicht einmal untersuchen? Nun, wenn sie immer noch nicht wieder da ist, Zulamin ruft mal nach der Wache vor der Tür. Ja, was können wir für euch tun? Könnt ihr mir sagen, ob Hyvilla Mareks Fuchsecker sich in den vergangenen Tagen hier blicken hat lassen? Sie war zweimal da, zu unterschiedlichen Tageszeiten und wollte wissen, ob wir wieder ablegen. Ah, nun gut. Ich sagte, ihr seid irgendwie verreist und dass es noch keine Mannschaft gibt, die hier angetreten ist und dass es sicherlich noch ein paar Tage dauern wird. Ich hoffe, das war so okay. Ja, vielen Dank. Dann ist sie also nicht verschwunden. Sie tauchte zumindest auf, ja. Danke. Ihr könnt euch wieder entfernen. Ich wechsle einmal einen Blick mit unserem Geschützmeister. Ja, der Blick wird wieder von einem kurzen Nicken bestätigt und dann wieder zu Zulamin geschaut. Ich denke, ich würde mich wohler fühlen, wenn wir ohne sie weiterfahren würden, aber nun ja, diese Sache ist noch offen. Aber ihr hattet ja gesagt, ihr wolltet noch versuchen, ob ihr vielleicht, nun ja, noch etwas Klarheit in die Sache bringen könnt. In der Tat. Lasst mich das einfach versuchen. Ich werde gucken, was ich tun kann. Gut. Also, was müssen wir noch machen? Gibt es sonst noch etwas, was wir in Kunchum erledigen sollten? Haben wir Karten für den Norden? Gewiss, wir wollen erst einmal nach Elberum, aber ich denke, langfristig wird es unumgänglich sein, dass wir uns um das Effathorn bemühen. Haben wir Karten von diesen Regionen? Weiß keiner? Müssen wir nachgucken, denke ich. Also ich denke, eine allgemeine werden wir haben, aber wie gut die ist, ist natürlich auch die Frage. Gut. Ich denke, wenn jemand weiß, ob wir Karten haben, müsste das Kapok sein, oder? Ja, Kiaras hatte ihm noch seine alten Karten gegeben. Es kann sein, dass da etwas aus dieser Zeit dabei ist.
Aber ich werde mit Kapok sprechen und ihn darum bitten, sich der Sache anzunehmen, falls wir keine angemessenen Karten haben. Oh, ansonsten, Ippolita, wir haben eine relativ junge Geweihte an Bord. Vielleicht möchtet ihr einmal mit ihr sprechen. Sie heißt Ephanora, oder? Ja, sie heißt Ephanora. Wieso sollte sie mit ihr sprechen? Nun, ich denke, ihr könntet euch ganz gut verstehen. Ihr seid doch im selben Alter etwa. Wir haben tatsächlich noch jemanden, nun ja, der vielleicht sogar noch naheliegender ist. Und zwar Marcheska Paligan. Müsstet ihr nicht sogar entfernt verwandt sein? Über eure Großmutter? Ballara. Also, das kann sogar sein, ja, aber ich habe mit meiner Großmutter nicht wirklich viel zu tun. Selindian ist eher so das Alara-Kindchen. Für mich hatte sie nie viel übrig. Nun, ich hoffe jedenfalls, dass ihr gut zusammenarbeiten werdet. Sucht ihr mir jetzt irgendwie Spielfreunde raus? Ich kann das auch ganz gut alleine. Nein. Naja, aber ihr müsst irgendwo wohnen, das ist euch klar, ne? Ja, schon. Ja, siehst du. Bei mir kann sie nicht wohnen. Ich glaube, bei dir will niemand wohnen, da bin ich mal eben ganz ehrlich. Also, ich habe leider auch meine Kajüte schon voll. Gonnech und Groscho, das geht einfach nicht, da kann nicht noch jemand rein. Also, tut mir leid. Sag bloß, wir haben keine freien Kajüten mehr, das kann doch nicht sein. Ja, wenn Abel mir sich nicht mehr blicken lässt, können wir sie ja bei ihm einziehen lassen. Naja, ist ein guter Vorschlag. Ich denke auch. Ich bin sicher, wir finden noch eine Kajüte für euch. Soweit ich informiert bin, haben wir noch einige, die derzeit leer stehen. Oh. Ich werde mich einfach mal umschauen, aber wie gesagt, ihr müsst mir keinen Spielkreis heraussuchen. Ich krieg da schon gut alleine hin. Alles gut. Ihr könnt euch gerne meine Elefanten anschauen, wenn ihr möchtet. Und Ippolita, nicht, dass ich dir einen Spielgefährten oder so aufdrücken möchte, aber wenn du Zeit und interessiert dran bist, kannst du dich gerne ein wenig mit Dekala unterhalten. Ich habe die letzten Tage und Wochen leider nicht allzu viel Zeit für ihn aufbringen können. Das ist der kleine Moha-Junge, der in meiner Kajüte lebt. Okay, und was soll ich mit dem? Ihm Schwertkämpfen beibringen? Nein, nicht wirklich. Und unterhalte ich einfach ein bisschen mit ihm. Das habe ich schon gemerkt, dass er sehr viele interessante Sachen zu sagen hat. Vor allem mit seiner komischen Spinnenkultur und dergleichen. Und eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich wüsste, dass jemand, den ich vertrauen kann, ein Auge auf ihn hat. Was ihr damit meint, ist, ihr sollt euch ein paar Sachen von ihm beibringen lassen, bezüglich wie ein Schiff funktioniert. Ja, aber dann kann ich doch auch einfach nach oben zum Steuermann gehen, oder nicht? Der Steuermann hat Besseres zu tun, als euch zu bespaßen. Und mit dem Steuermann, das ist ein komischer Horasier. Ich finde ihn unsympathisch. Ihr müsst es ja gewohnt sein, wenn irgendeiner von eurer Mutter, Tante, wie auch immer, gekauften Privatlehrmeister rennt, den ganzen Tag bemuttert zu werden. Aber ab jetzt werdet ihr euch wie ein echter Magier benehmen und eure eigenen Probleme lösen müssen. Serpentilio, jetzt sei doch nicht gleich so ein... Ich weiß, ihr hattet eine schwere Ausbildung, aber... Ich hatte eine hervorragende Ausbildung, vor allem eine qualitative. Ich wurde nicht in den Adeptenrang gehoben, nur weil irgendein Verwandter von mir irgendeine wichtige Person irgendwo ist. Also ich muss sagen, meine Ausbildung war ziemlich gut. Ja, sie hat ja selbst gesagt, sie ist für ihr Alter recht fit. Also warum sollten wir das nicht glauben? Ich traue ihr das zu, dass sie das hinkriegt. Nun, dann solltet ihr euch irgendwelche Kenntnisse über die Seefahrt aneignen wollen, ist Ephanora eure Ansprechpartnerin, denn sie ist explizit als Lehrmeisterin hier eingestellt. Okay, das kann ich so annehmen. Und wie gesagt, wenn ihr etwas über Magie wissen wollt, kommt zu mir. Ich kenne den einen oder anderen Trick. Ja, wenn ihr euch ein bisschen auf die Schnauze hauen wollt, ich habe eigentlich immer Zeit und sonst die Trollzacke, aber ich glaube, die hauen dir ziemlich auf die Fresse. Ja, mit dir mache ich sehr gerne irgendwas. Wir können sicherlich später noch mal ein bisschen Schwertkämpfe üben, oder? Ja, richtig. Sehr gut. Stumpfe Schwerter sind für Langweiler, richtig? Ja, natürlich. Gute Einstellung. Also, gute Einstellung. Das letzte Mal mit Holz habe ich mit 6 trainiert. Ja, dann. Ich kämpfe zweihändig. Ich würde mich ducken. Müssen wir sonst noch was machen?
Scheint so, als wären wir hier durch. Wir müssen noch die Mannschaft einschwören und den ganzen Kladderadatsch, aber ich denke, das machst du, Zulamin, ne? Ja, genau. Sobald alles erledigt ist und wir auch ganz sicher wissen, wen wir alles an Bord nehmen, werden wir uns darum kümmern, dass uns in dieser Sache niemand durch die Lappen geht. Denn wir haben ja beim letzten Mal gesehen, was passieren kann, wenn jemand nicht eingeschworen ist. Ja, wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid. Gut, dann... Ich denke, jeder weiß, was er zu tun hat. Und diejenigen, die keinen Auftrag haben, wissen sich sicher sehr gut selbst zu beschäftigen. Ich werde noch einmal beim Fex-Tempel vorbeischauen. Vielleicht haben sie inzwischen noch etwas über unser Ziel herausgefunden. Und ich hatte dann noch einen anderen Auftrag an sie. Ach ja, ich hatte noch einen Gedanken. Und zwar, es könnte wertvoll sein, eine Liste zu haben mit Namen von Geweihten in all den Städten, die wir möglicherweise in nächster Zeit aufsuchen werden. Ein Netzwerk, wenn ihr versteht. Damit wir nötigenfalls jemanden erreichen können, sollte uns Kunde erreichen. Nun ja, wie damals, als wir wussten, dass es Nersand erwischen würde. Unsere Warnung hat zwar nicht viel gebracht, aber es ist schön, die Möglichkeit zu haben. Ja, ich meine, wird zu bekommen sein und warum nicht? Großartig, dann wird sich Rafim als erster Offizier doch sicher diese Aufgabe annehmen. Nun, ich denke, Rafim und ich sollten uns dieser Sache annehmen als Geweihte und vielleicht auch Ephanora und unsere neue Bordkaplanin. Ja, so gemeinsamer Ausflug in die Stadt hat doch was. Ja, sie werden alle ihre Kontakte haben. Könntet auf einem der Elefanten reiten, wenn ihr möchtet. Ich befürchte, die sind noch ein bisschen klein für mich, Boltux. Der eine ist doch relativ groß. Naja. Bei weitem noch nicht so groß wie Mira. Nun, ihr wollt, können wir auf Mira ausreiten. Das ist eh mal wieder dran. Ich glaube, ein bisschen Bewegung sollte ihr nicht schaden. Ja, und dann steht auch niemand im Weg in der Straße. Ich mag das sehr. Ich wusste, es werden noch einen Elefanten kaufen müssen. Ist ein valider Punkt. Drei sind erst einmal genug. Wir können ja noch mal wiederkommen. Gewiss. Und Zulamin lächelt leise, weil sie bei diesem Gewiss an Abelmir denken muss. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an mit Serpentilio. Was möchtest du die nächsten 3 Stunden tun? Serpentilio wird erst auf dem Markt herumwühlen, um ein paar spezielle, aber eher unwichtige Dinge für ein Zauberzeichen der Elementarbannung zu bekommen. Aber das meiste werden wir schon an Bord haben, deswegen ist es nicht so wichtig. Und dann bei Canestetiana vorstellig werden. Ja, okay. Hattest du seine Adresse bekommen? Ich hatte ihm zumindest gesagt, er sollte mir nicht zukommen lassen, wenn er einen gefunden hat. Genau, ich glaube sowas, ne? Hotel Tulamidia ist da zurzeit untergekommen. Also in der Nähe. Genau, das ist ein eigentlich ganz nettes Hotel am Hafen, Qualität 6, Preis 7, überbordendes tulamidisches Erscheinungsbild, in dem wohl gut situierte Helden in Hafennähe dann authentisch übernachten können. Ich muss sagen, Ganesetjana, ihr seid gut untergekommen. Hab Dank. Er sortiert nochmal ein paar Sachen weg, die überall in seinem Hotelzimmer liegen. Du merkst, wenn du das Zimmer dann auch betreten hast, hast du dich ein bisschen durchgefragt und du wurdest dann auch nach oben geschickt. Es stinkt. Es stinkt, als würde hier irgendwie ein totes Tier unter deinem Bett liegen. Du weißt nicht genau, irgendwie Schweiß und es ist dir nicht ganz geheuer. Die Fenster, die Laden sind auch zugezogen, sodass hier nicht wirklich frische Luft zirkulieren kann. Und er ist auch so ein bisschen verhüllt, möchtest du meinen. Seine Gestalt ist nicht mehr so schlaksig, wie du ihn das letzte Mal gesehen hattest, sondern er hat wieder deutlich an Farbe bekommen und auch an Fülle bekommen und blickt dich dann aus tief liegenden Augen an. Der Landgang scheint euch bekommen zu haben. Und dem Odeur zu urteilen, habt ihr auch bereits eine neue Betätigung gefunden?
Noch nicht. Ich habe viel gelesen. Nun, Serventio blickt sich nochmal mehr noch relativ teuer aussehenden Raum um. Wenn ihr Geld braucht, sagt mir Bescheid, ja? Am Geld scheitert das nie bei mir. Das ist nie das Problem. Viel eher damit, dass man etwas Ordentliches zu essen finden kann, ihr versteht. Ja, die ptolemäische Küche ist mir selbst nie sonderlich bekommen, aber... Nun, eure Vorlieben sind ja auch etwas spezieller als meine, nicht wahr? Sehr scharf, ja. Nun, jedenfalls, lasst mich euch doch über die letzten paar Tage berichten. Ich hatte vor, früher bei euch aufzuschlagen, aber wir waren auf einem Ausflug, wenn ihr so wollt. Ich iteriere die letzte Woche nochmal runter. Nun, und bald geht es für uns von dannen, fürchte ich. Ich habe euch etwas mitgebracht, womit ihr Kontakt mit mir halten könnt. Sollte sich denn die Notwendigkeit ergeben. Schließlich wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir ein ums andere Mal eure Expertise zur Verfügung stellen könntet. Gerne. Hier, wenn ihr mit diesem Siegel eine Botschaft siegelt, sollte sie sehr unverzüglich zu mir durchkommen. Es ist nur einmal verwendbar. Ich bin mir allerdings sicher, dass man euch an der Drachenei Akademie mit Freude eine Aufladung zur Verfügung stellt. Ich glaube, die Drachenei Akademie Magier mögen mich nicht allzu sehr, aber ich habe meine Mittel, um hier an weitere Aufladung zu kommen. Kann ich euch denn bereits jetzt von Hilfe sein? In der Tat könnt ihr das auf einer theoretischen Ebene eher. Ich dachte da dann dieses Spiegelexperiment, das den Kapitän damals aus dem Häuschen gebracht hat, vielleicht noch einmal in Augenschein zu nehmen. Ja, der Spiegel, er liegt immer noch unten bei euch im Laderaum, korrekt? Ganz genau, ich suchte letztens etwas und kam an ihm vorbei und mir fiel auf, dass wir ja ihn und das Buch noch an Bord haben. Wolltet ihr mir wieder aushändigen? Ich fürchte, das wird der Kapitän ja noch nicht zu vermitteln sein. Ich werde wohl versuchen, eure Konstruktion zu vollenden und euch selbstverständlich über die Erkenntnisse in Bericht setzen. Das würde mich sehr freuen. Nun, falls ihr Erkenntnisse bei der Konstruktion hattet, die nicht an euren Papieren standen, wäre ich doch sehr dankbar, wenn ihr sie mit mir teilen würdet. Richtet euch nach eurer Intuition. Und das ist tatsächlich der beste Tipp, den ich euch geben kann, denn so wandelbar wie das Chaos ist nur die Intuition. Nicht, was in einem Buch steht, mag... Nun, sollte es niedergeschrieben werden, dann steht es fest und das mag der Spiegel gar nicht. Intuition bedeutet allerdings auch, dass man eine Kontrolle aufgibt. Und ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Nun, ein Teil der Kontrolle muss man leider aufgeben. Spätestens, wenn ihr Informationen aus dem Spiegel ziehen mögt. Dann ist er also nicht zwingbar, wie man so sagen würde. Nun, ihr stellt euch da vor und am besten streckt ihr eure Hand aus und zieht etwas heraus. Und das, was euch gegeben wird, ist sicherlich immer hilfreich. Ich habe ihn noch nie benutzt. Ich kann euch nicht sagen, was er preisgibt, aber... Ein interessanter Ansatz der Essenzkanalisierung. Ich bin jedenfalls gespannt, die Sache aus der Nähe zu betrachten. Das Wissen mag unendlich erscheinen. Ich habe es euch noch gar nicht erzählt, aber der Kapitän und ehemalige Kapitän hat doch tatsächlich eine marische Version des Daimonikons aufgetrieben. Ein Teil davon, wie es zu sein scheint. Habt ihr davon schon mal gehört? Er seufzt so nicht unbedingt wie ein Wissensgieriger, sondern vielmehr wie ein Hungriger. Habt ihr von etwas solchem schon mal gehört? Eine marische Abschrift? Nun, das müsste tatsächlich eine der allerersten Versionen gewesen sein. Ein guter Jahrgang. Vielleicht kann ich euch eine Kopie zukommen lassen. Es wird eine Kopie, ihr versteht es nicht. Das Original. Nun, davon wird sich der Kapitän auf keinen Fall trennen wollen. Ah.
Nun gut, aber ich werde euch verständigen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann schreibt mich an und ich werde antworten. Ich stehe übrigens gerade in Kontakt mit Azrael Scharlachkraut, falls euch diejenige etwas sagt. In der Tat, ein nicht unbedingt gut gelittener Name in mir haben. Das kann ich verstehen, aber sie hat einige interessante Details zum Paktbruch. Ja, ihre interessanten Details sind wunschdenkende Behauptungen, wohl eher. Bislang konnte sie noch keinen Beweis erbringen, dass er wirklich funktioniert und der Pakt nicht in Wahrheit im Geheimen ruht. Nun, wir disputieren, wie gesagt. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Oder bin ich mir sicher, ihre Experimente scheinen ja kein Ende zu nehmen. Sie hat noch einige Zeit zu leben. Das auch. Also gut, dann verständigt mich einfach, wenn ihr mich braucht, und bis dahin verbleiben wir so. Tatsächlich. Falls ich Fragen zu dem Spiegel habe, vermutlich. Oder Erkenntnisse für euch. Nun, lasst mich euch nicht länger aufhalten, die Kapitania erwartet mich auch bereits sehnsüchtig. Ja, so kannst du aus dem Zimmer heraustreten, so widerlich geronnener Schweiß, als ob er 3 Wochen nicht geduscht hätte, der überall im Zimmer klebt, und auch wenn du dann aus dem Zimmer rausgehst, der noch nach deiner Nase haftet, aber spätestens wenn dann der erste Wind dir vom Hafen wieder entgegenbläst, schüttelt es dich ein bisschen und du bist froh, dass du wieder draußen bist. Afi, 3 Stunden, 4 Stunden, was möchtest du tun? Ich möchte der guten Hippolyte auf gut Deutsch Respekt einprügeln. Du möchtest mit ihr kämpfen? Richtig. Gut, alles klar. Könnt ihr natürlich auf dem Oberdeck machen. Und wenn du sie nicht umbringen möchtest, sondern einfach nur schauen willst, was sie so alles kann, sie ist eine hervorragende Schwertkämpferin. Oh, sehr gut. Also ungewöhnlich gut für Alter. Also, sie ist geboren im Jahre 1008. Das heißt, sie ist jetzt 22 Jahre und sie ist Q7.